Hallo zusammen aus dem Klinikum Fürth. Heute ist Internationaler Tag des Ehrenamtes und deswegen widme ich dieses Video den Lila Diensten, den guten Seelen unseres Hauses. Die Arbeit, die sie für unser Haus, für unsere Patientinnen und Patienten und unsere Mitarbeitenden leisten, ist wirklich unfassbar gut und von unfassbarem Wert. Und deswegen ist es mehr als schade, dass wir auch in diesem Jahr wieder unser traditionelles vorweihnachtliches Essen als kleines Dankeschön an Sie leider ausfallen lassen müssen wegen der Pandemie. Umso wichtiger ist es mir, auf diesem Weg Ihnen Danke zu sagen. Denn Sie leisten einen ganz wesentlichen Beitrag in unserem Haus, um den familiären Charakter, den wir ja auch in unserer Mission stehen haben, wirklich zu erfüllen. Sie schaffen immer wieder Glücksmomente für unsere Patientinnen und Patienten, vermitteln Ruhe und Geborgenheit und sind auch für unsere Mitarbeitenden ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner. Und dieser familiäre Charakter, den Sie damit erzeugen, der zeichnet unser Haus auch gegenüber anderen Kliniken aus. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und gerade jetzt in dieser Pandemie ist es immer wieder sehr, sehr spürbar. Als der Lockdown im letzten Frühjahr, Sommer zu Ende ging, konnte man ein richtiges Aufatmen in unserem Haus spüren und hören, als die Lila-Dienste endlich wieder zurückkamen und endlich wieder in unser Haus konnten und uns endlich wieder unterstützen konnten. Ihre Arbeit, und das soll nur beispielhaft genannt werden, zum Beispiel im Warteraumbereich der zentralen Notaufnahme, ist von unschätzbarem Wert für die Mitarbeitenden und für die Patientinnen und Patienten. Und dafür danken wir heute wirklich von ganzem Herzen, auch an allen anderen Stellen, wo Sie im Einsatz sind. Heute ist Ihr Tag und deswegen erscheint dieses Video auch nicht in unserem normalen Klinikumsgrün, sondern Sie sehen jetzt meine Bauchbinde in dem Lila, das Ihren Diensten zu Ehren so eingefärbt ist, als kleines Zeichen der Wertschätzung für heute. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, ein hoffentlich besinnliches und auch frohes und in der Familie zu verbringendes Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam diese schwere Zeit der Pandemie überwinden können. Und ich freue mich, dass wir dann hoffentlich im nächsten Jahr uns endlich wieder persönlich bei einem vorweihnachtlichen Essen sehen können. In diesem Sinne mein herzliches Dankeschön. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ihr Manfred Wagner im Namen aller Mitarbeitenden des Klinikums Fürth.